wir hören heute die Stasi und der Westen, der Kuras-Komplex. Als Referent haben wir Herrn Sven Felix Keller auf. Grüßen, herzlich willkommen. Er ist leitender Akteur im Bereich der Welt, Berliner Morgenpost, und kümmert sich also mit um Kulturgeschichte. Er wird aber dazu noch einiges selbst wahrscheinlich sagen. Und Sie erinnern sich, dass eben Kuras Benno Ohneseig erschossen hat in Berlin. Und das hat lange gedauert, bis man ihn als Agent, als Stasi-Agent erkannt hatte. Und deswegen für uns ganz wichtig, dass Herr Kellerhoff heute als leitender Redakteur zu uns gekommen ist. Er hat natürlich auch Geschichte und Medienrechte studiert und arbeitet als Journalist für verschiedene Zeitungen. Aber insbesondere von der Welt habe ich ihn schon vorgestellt. Um 18.29 Uhr, da guckte ich aber noch nicht auf mein schlaues Gerät, lief eine E-Mail ein. Als Stasi-Agent in Kaiserslautern. Es war eine Vorab-Pressemeldung der Zeitschrift Deutschlandarchiv, eine seriöse wissenschaftliche Zeitschrift. Dann geht es natürlich darum, dass man nicht bei den 120 Zeilen in einer Geschichte bleibt, sondern dass man das seriös bearbeitet. Dass ich mir sagte, als die Phase des größten Interesses und der Seitenaufmacher und teilweise der Zeitungsaufmacher erstmal vorbei war, so nach einer Woche, nach 10 Tagen, eigentlich hast du jetzt viel zu viel darüber gelesen und viel zu viel darüber erfahren, um das dabei zu belassen. Dass ich das Gefühl hatte, irgendwie könnte man da noch mehr draus machen. Habe ich mit meinem Agenten gesprochen, der hat sofort darauf angebissen, hat innerhalb von 3 Wochen einen Verlag, nämlich Hoffmann und Campe, davon begeistern können. Und dann haben wir versucht, ein Buch zu machen. Und wie Sie sehen, ist dieses Buch tatsächlich erschienen im vergangenen Jahr. Aber ich dachte mir, wenn ich im Grenzen des Sohn bin, sollten wir vielleicht sprechen über den zweiten Komplex, in dem es in diesem Buch geht, nämlich um die ganz praktische Spionagearbeit, die Herr Karl-Heinz Kuras über immerhin 12 Jahre mit einem Ertrag von 10.000 Blatt. Später haben wir das entsprechend dann von seiner Kurierin und vom Führungsoffizier. Wir haben dann dazu Dokumente, die er übergeben hat. Die sind in manchen Fällen in der Akte drin, in anderen Fällen steht nur drin, was es für Dokumente waren. Und wir haben in aller Regel dann die Einträge des Kassenbuches, aus denen wir sozusagen gegenchecken können, was tatsächlich bei diesem Treffen passiert ist. Ein wenig Einblick in die praktische Spionagetätigkeit über ihn der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Der so aussichtsreich gestartete Kontakt zu Otto Bohl durfte keinesfalls gefährdet werden. Daher sicherte die Stasi die Treffen mit dem Agenten mit großem Aufwand ab. Dabei war das Schema stets ähnlich. Die zwangsläufig entstehende Routine erschien Redin offenbar weniger gefährlich als das Risiko, dass sich bei häufig wechselnden Methoden der Kontaktaufnahme Fehler ereignen. Kuras überschritt am späten Nachmittag, meist zwischen 16 und 19 Uhr, die innerhalb Berlins markierten, aber nicht gesperrte und nur sporadisch kontrollierte Sektorengrenzen. All das waren kleine Parkanlagen, die gut überwacht werden konnten und die gleichzeitig nahe genug an der Sektorengrenze lagen, sodass Kuras sich im Falle einer Entdeckung wegen seines Grenzübertritts noch damit hätte herausreden können, er habe nur kurz Pause machen wollen. Und in der Nähe, aber von Westen aus nicht einsehbar, stand abfahrbereit ein Stasi-Dienstwagen. Sobald Agentenführer und Agent Blickkontakt aufgenommen hatten, ging der Offizier Richtung Auto vor, sofern er nichts Verdächtiges bemerkt hatte. Kuras folgte ihm mit etwas Abstand und stieg außer Sichtweite eventueller Beobachter in den Wagen ein. Gemeinsam fuhren sie zu einer konspirativen Wohnung, meist jener mit dem Decknamen Berg, wo das eigentliche Treffen stattfand. Hier verfasste der Spion handschriftlich seine Berichte, übergab entwendete Unterlagen und erhielt seine nächsten Aufträge. All das ist in diesen Berichten dokumentiert. Meist dauerten die konspirativen Besprechungen 2 Stunden, doch auch 6-stündige und längere Treffen sind dokumentiert. Es gibt auch einige Berichte, die wir haben, in denen er nachweislich durch seine Informationen Menschen geschädigt hat. Karl-Heinz Kuras verriet alles, was ihm über den Schreibtisch steht. Das ist unglaublich, was in diesen Berichten drin ist. Er verriet zum Beispiel auch, und hier wird es dann besonders brisant, Leute, die, also Westberliner, die als Schmuggler für Ostberliner Gepäck über die ja noch nicht geschlossene Grenze holten. Und das wissen Sie alle, das können Sie sich alle vorstellen. Jemand, der aus Ostberlin Gepäck nach Westberlin bringen ließ, und zwar nicht selber brachte, der hatte natürlich vor zu fürchten. Und die Leute, die das gemacht haben, ließen sich dafür bezahlen. Das müssen nicht immer angenehme Charaktere gewesen sein, das könnten auch Leute aus dem kriminellen Milieu gewesen sein, aber die waren jedenfalls beim nächsten Mal dran. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, da haben wir im
habe 420 Akten, Seiten Akten in dem Konvolut, das ich bekommen habe. Wir haben also zum Beispiel die kompletten Personalakten der Untergetauchten. RAF-Terroristen der zweiten Generation, die ja zwischen 1979 und 1981 in der DDR untergetaucht sind, 12 insgesamt, und dann 1990 aufgeflogen sind, haben wir auch alle ausgewertet. Auch davon findet sich einiges hier drin, aber wie gesagt, dieser dritte Teil im Grunde genommen ist die Zusammenfassung und die Ausarbeitung dessen, was wir über 10 Jahre, also wir heißt dann ein Trio, Dirk Banse, Uwe Müller und ich, um diese Namen auch nochmal zu sagen, mit denen ich zusammen ja auch die Akte ausgewertet habe, obwohl ich das Buch dann alleine geschrieben habe, uns 10 Jahre lang beschäftigt haben. Wieso hat die Bundesrepublik kaum Interesse daran, an den Geheimakten, die Sie da monieren gegenüber der Frau Börtler, nicht ausgewertet? Gibt es dafür eine Begründung? 1990 wollten ja verschiedene Politiker und Ministerialbeamte aus Bonn, damals noch aus Bonn, dieses Archiv am liebsten zumachen, zu betonieren oder gleich in der Ostsee versenken. Sie hatten natürlich Sorge, und die Sorge ist wohl auch nicht ganz unberechtigt, dass es dort Äußerungen gibt und Dokumente gibt über ihre eigene politische Tätigkeit in den 70er und 80er Jahren. Sie kennen den Fall Kohl, wo ja dann letztinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht zu Recht auch meiner Ansicht nach festgelegt worden ist, dass diese Stasi-Akten über Kohl nicht einfach so rausgegeben werden dürfen. Und warum, um die letzte Frage zu beantworten, ist diese GH-Ablage nie aufgemacht worden? Ich glaube nicht, dass im Bonner Innenministerium oder auch im Berliner Innenministerium überhaupt bekannt geworden ist, dass es da eine GH-Ablage gibt. Das ist einfach so zugedeckt unter den Massen von Berichten, die Herr Gaub und Frau Börtler vorgelegt haben inzwischen. Und da stehen überall so auf Seite 67 oder 98, also da weit hinten, so 2 Absätze dazu. Ganz zurückhaltend, Sie können das mal gerne googeln, den Tätigkeitsbericht der Börtlerbehörde finden Sie als PDF aus den letzten Jahren. Dann gehen Sie mal rein und gucken sich GH an. Also das ist so richtig runtergetuned.